Gegen Ende seines Lebens im März 1860 erhielt Rossini in seinem Pariser Refugium Besuch von Richard Wagner. Der bescheinigte ihm in zwei Szenen, jener aus Mosè in Egitto und aus dem Guillaume Tell, tatsächlich Zukunftsmusik geschrieben zu haben. Rossini, der in Musikerkreisen damals legendär berühmte, konterte mit Unglauben und dem Geständnis, dieses Lob Wagners mache ihm die Finger jucken. Wenn er nun noch einmal anfangen wollte mit Opernkomposition, dann allerdings wehe dem Ancien Regime. Was wohl besagen soll, dass sein neues Werk eher dem Typus der Grand Opera angehören, mithin alles andere als liebenswert zynische Unterhaltung sein würde, die Heinrich Heine als passend für das Ancien Regime erachtet hatte. Tatsächlich hatte Rossini sich als 37-Jähriger vom Opernbetrieb zurückgezogen. Nach seinem Guillaume Tell hat er nie wieder etwas für die Bühne geschrieben. Diesen Rückzug hatte er in Briefen und mündlichen Äußerungen vorher angekündigt. Richard Wagner aber hatte bei dem Treffen, das von dem Musiker Edmond Michaud offenbar detailliert mitgeschrieben worden ist, geäußert, dieser Rückzug sei ein Verbrechen. Denn was hätte da noch alles folgen können aus Rossinis Feder? Er hätte nur anfangen müssen. Aber zu derart engagierter Arbeit hat Rossini seit seines Opernschaffens die Kraft gefehlt. Der Zustand der Institution Oper in Italien hat offenbar das Seine dazu beigetragen. Gegenüber Wagner, der ihm die Vorzüge des Gesamtkunstwerkes erklärte, bei dem Text und Musik aus einer Feder stammen, schilderte Rossini die Institution Oper als Jahrmarkt der Eitelkeiten, der nur Sängerallüren und Publikumserwartungen dienlich sei, nicht aber wahre Kunst. Die Bravour-Arien waren demnach eines der Übel. Sie waren für mich immer ein Schreckgespenst. Zugleich die Primadonna, den ersten Tenor und den ersten Bass befriedigen. Es gab darunter Subjekte, nicht zu vergessen das schreckliche Femininum dieses Begriffes, die wirklich die Taktzahl ihrer Arien zählten und mir dann erklärten, sie sängen sie nicht, weil einer ihrer Kollegen eine Arie mit so und so viel Takten mehr habe. Ungerechnet die größere Zahl von Trillern und Doppelschlägen. Ich gestehe, dass ich vollkommen die Lächerlichkeit der Sache empfand. Ich hatte immer den Eindruck einer Horde von Lastträgern, die mit ihrem Gesang um ein Trinkgeld betteln. Aber was soll man machen? Es ist einmal eine Konzession, die man dem Publikum machen musste, sonst hätte es uns faule Äpfel an den Kopf geworfen. Ich durfte meine Libretti nicht selbst wählen, sondern sie wurden mir von einem Impresario aufgezwungen. Wie oft habe ich da nur einen Teil des Szenariums erhalten, immer nur einen Akt, zu dem ich die Musik schreiben musste, ohne die Fortsetzung oder den Schluss des Stoffes zu kennen. Sämtliche vor dem Tell abgelieferten Bühnenwerke legen Zeugnis ab vom inneren Zwiespalt ihres Schöpfers mit den Geschöpfen. Dass etwas nicht stimmte an Rossinis Werken und sie einen Verstoß gegen die Tradition darstellten, fiel noch jedem auf, der sich ihnen näherte. Die deutliche Distanz der Musik vom Text, die diesen sehr bald hinter sich lässt und sich auf spezifische Art nicht um ihn schert, ist und war auffällig. Immer wieder setzen sich rein musikalische Qualitäten durch. Die Musik zerlegt sich, die Texte geradezu, stammelt sie syllabisch im plapperten Parlando, in Ensembles und vor allem in solchen, deren Tempo die Protagonisten regelrecht überrennt. Für die Buffa mochte solche Textzerlegung angehen, weil sie ihrem Charakter nach ohnehin Distanz zum Geschehen herstellt. Aber auch in Serieopern, bis eben auf den als einziges Werk seriös komponierten Tell, drängen sich immer wieder die schon den Zeitgenossen verdächtigen, gleichwohl mitreißenden Rolladen auf, die rhythmischen Textzerlegungen und die aus dem Nichts auftauchenden Crescendi. Eigentlich, während seiner gesamten Laufbahn, erwies sich Rossini als sperrig gegenüber dem Musikbetrieb. 1812 gab der Impresario des Teatro San Mose in Venedig dem Komponisten ein Libretto, das er vertonen solle. So war damals in der Tat die Praxis. Der Impresario besaß alle Rechte am Stoff, den der Librettist ihm um einen Hungerlohn verkauft hatte. Die Komponisten, die dann die Handlung, die oft diesen Terminus nicht verdiente, zu vertonen hatten, wurden, wenn man Rossini glauben kann, kaum besser bezahlt.